Noch staunen wir über den Brexit und Trump. Aber wenn Petri mit ihrem Affenzirkus kommt, ist uns auch nicht mehr zu helfen. Das passiert, wenn man den kleinen Leuten Stück für Stück alles wegnimmt und sich die Taschen vollmacht. Es ist kein Rassistenproblem, sondern ein Problem von Arm und Reich. Mehr aufs Volk schauen, anstatt auf die Wirtschaftsbosse. Unfassbar. Ich glaube, die Menschen auf der ganzen Welt sind fassungslos. Was wird werden? Gott schütze die Welt. Unfassbar. Dieser Arsch stellt Deutschland als IS-Staat dar und ihr feiert den? Sorry, dann stimmt bei euch aber auch etwas nicht. Und wenn er erstmal die Grenzen zugemacht hat und unsere Wirtschaft einkracht, werdet ihr es sehen. So fielen die Reaktionen auf den Sieg von Donald Trump bei den Präsidentschaftswahlen in den USA im World Wide Web aus. Aber was sagen denn die Gladbacher dazu? Horror. Nicht so viel, ne? Der ist mir unsympathisch. So radikal, so irgendwie nicht so ganz mein Typ. Angst nicht, aber Sorgen schon. Es ist bedenklich. Wird so eine Art Putin sein, den wir nicht einschätzen können. Ich bin sehr beunruhigt. Also das hätte ich nicht erwartet von beiden nicht sehr guten Kandidaten. Hätte ich doch die bessere noch genommen. Also der Mann selber ist erstmal furchtbar selbstverliebt, negativ, menschenverachtend. Die Politik von dem weiß man nicht, hatte er noch nicht gesagt. Hat eigentlich alles abgelehnt. Die Angst vor der Zusammenarbeit mit Russland. Keine Ahnung, was da auf uns zukommt. Ja, also wir sind weltweit verbunden. Da kann man nicht mehr sagen, Deutschland hat mit USA nichts zu tun oder so. Deshalb ist das auch ein Thema für Gladbachs Politiker. Auch sie zeigen sich überrascht vom Wahlsieg des Republikaners. Ich finde es wirklich bitter und auch traurig, aber auch erstaunlich, dass offensichtlich jemand, der nur auf Populismus setzt, so dermaßen Stimmen für sich einnahmen kann. Und dass es einfach offensichtlich in der Bevölkerung mehr Menschen gibt, als wir gedacht haben, die sich eben nicht mit schwierigen Fragestellungen so auseinandersetzen wollen, sondern die sagen, dieses ganze Establishment, und da gehörte Hillary Clinton natürlich zu, wie viele andere auch, das wollen wir nicht mehr, den glauben wir nichts mehr, den vertrauen wir nicht mehr, sondern wir nehmen jetzt wirklich den Antikandidaten. Wissend, dass sich nichts für diese Menschen verändern und verbessern wird. Also es hat mich schon betroffen gemacht. Vor allen Dingen, Trump hat ja mit seiner Meinung nie hinterm Berg gehalten. Chauvinistisch, frauenfeindlich, rassistisch hat er ja offen kommuniziert. Und dass dann trotzdem eine Mehrheit der Amerikaner, also der Wählerinnen und Wähler, ihn wählt, das hat mich schon ziemlich betroffen gemacht. Man kann ja nicht mal mehr sagen, man wandert aus, der hat Langstreckenraketen. Also ich meine, da hat man ja kaum eine Möglichkeit. Obama hat ja gesagt, auch am nächsten Morgen geht die Sonne auf. Da hat er auch recht. Es ist alles ein Stückchen schwieriger geworden. Und ich glaube auch, dass es mit Donald Trump, mit jemandem, mit Präsidenten wie Erdogan, wie Putin einfach schwieriger wird, vernünftige Kompromisse für alle zu finden. Felix Heinrichs Befürchtungen gehen noch einen Schritt weiter. Der SPD-Fraktionsvorsitzende glaubt, dass Trump die positive Entwicklung Amerikas stoppen könnte. Ja, was mich mehr bewegt eigentlich als eine Angst ist, dass es keinen Fortschritt geben wird. Dass das, was unter Barack Obama angefangen hat mit Change, dass das jetzt wieder ein Stück zurückgedreht wird und dass es einfach nicht progressiv nach vorne geht mit den Vereinigten Staaten und damit auch mit einer Kulturnation, die für uns immer noch prägend und auch leitend ist in der Welt. Der Sieg Trumps könnte auch Auswirkungen auf die Gladbacher Wirtschaft haben. Die IHK Niederrhein hofft aber, dass sich nicht allzu viel ändern wird. Ich gehe davon aus, dass wesentliche Säulen der internationalen Zusammenarbeit von der neuen US-Regierung nicht aufs Spiel gesetzt werden.